Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanos the Adventure. Oh je, ich habe jetzt lange nicht gespielt und ich sehe gerade, wo wir stehen und oh Gott. Na gut, was habe ich mir da eingebrockt? Doch, hier komme ich lang. Gar nicht mal so einfach zu sehen, wo man hier lang muss gerade. Sind wir mal lieber ein bisschen vorsichtig. Komme ich da noch hin? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist passiert. Wie viel hat's abgezogen? Okay, geht noch. Ist nicht ganz so schlimm. Oh, ich hasse diese Dinger. Wie rannte man nochmal? Okay. Ich habe jetzt echt eine. Oh. Ich habe echt eine Weile nicht gespielt, muss ich zugeben. Ich war jetzt so von Frostpunk gefesselt, dass ich so alle anderen Spiele gerade, ja, eher seltener spiele, weil einfach. Ich weiß nicht, bei Frostpunk kann ich einfach nicht mehr aufhören. Wenn ich angefangen habe, muss ich da auch direkt immer 4 Folgen hintereinander aufnehmen, fast. Ach, schwierig. Ah, dieser Steinschlüssel passt zu diesem Steinschloss. Irgendwie logisch. Sehr schön. Steinschlüssel wurde entfernt. Na gut, dass wir den Schlüssel hatten, sonst wären wir hier gerade umsonst hergekommen. Okay, ein Brunnen und eine Kiste. Nehmen wir erstmal. Vielleicht speichern wir erstmal. Wer weiß, ob jetzt Gegner kommen. Ha! Mit dem Feuerstein hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, tatsächlich. Ich dachte, der wäre in der Wüste. Okay. Moment, gucken wir uns den mal eben an. Wo sind die eigentlich? Feuerstein. Dieser Stein enthält uralte Feuermagie, Wassermagie und Lichtmagie. Sehr schön. Und das waren doch jetzt alle, oder? Glaube ich zumindest. Haben wir eine? Sehr schön, wir haben sogar eine Leiter. Glück gehabt. Yay, kriegen wir sogar noch ein bisschen was. Wow, 3 starke Heiltränke, sehr schön. Glühpilz erhalten. Kennen wir den schon? Weiß ich gar nicht. 4 Tappen. Was? Ach Mensch. Mächtiger Lebenstrank. Wir hätten das Geld gut gebrauchen können. 4 Tarnes. Ach Mann, ist das gemein. Naja, ein paar schöne Tränke bekommen auf jeden Fall. Ach, schade. Ich hatte so sehr damit gehofft, ja, ein bisschen Geld abzugreifen. So, die nehmen wir auch noch mit. Jetzt sehe ich sie gerade. Ja, und dann mal zurück. Jetzt haben wir alle 3 Steine. Heißt das, wir müssen jetzt direkt zu dem Portal? Ich weiß es gar nicht. Ich speichere nochmal. Das war jetzt aber einfach mit dem Feuerstein. Also, wenn ich jetzt überlege, wie wir den Wasserstein bekommen haben, das war ja eine ganz andere Hausnummer. Da ist das ja hier tatsächlich eher schon Kindergarten. Auch wenn ich die Dinger nicht mag. Ich bin doch gar nicht dahin gelaufen. Ach, Menno. Ah, Gemeinheit. Okay. Da ging es nirgendwo hin, oder? Nee. Gut, dann zurück. Sehr schön. War der Wasserstein tatsächlich der schwierigste, würde ich sagen. Ich fühle etwas Böses. Oh. Oh. Hier, Raditz. Hier endet dein Schicksal. Der Stein gehört nun mir. Bitte? Ich gebe mir die ganze Zeit Mühe und du denkst jetzt, dass du den Stein so einfach bekommst? Niemals. Das habe ich mir tatsächlich auch gerade gedacht. Falsche Entscheidung. Nun bin ich dein Schicksal. Aber wir sind doch gar nicht Son Goku. Mensch. Oh, und wir sind so verletzt jetzt von den doofen Dingern. Ah, Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier jemand kommt. Ah, was versuchen wir da mal eben? Der wird schwierig sein, nehme ich an. 3-3-3. Ich glaube, das ist nicht so effektiv. Ah nein, das ist jemand, der sich heilen kann. Oh nein. Und er weicht ständig aus. Okay. Geblendet sind wir auch noch. Das. Hä? Wie soll ich das schaffen? Soll ich das überhaupt schaffen? Oder. Ich mach mal Arkan. Noch weniger. Bringt nichts. Oh. Mist. Übrigens, das sollte nicht heißen, dass ich jetzt so viel Frostpunk spiele, dass mir die anderen Spiele gar keinen Spaß mehr machen. Auf keinen Fall. Nur Frostpunk ist halt auch so ein Spiel, das muss man hintereinander wegspielen, weil man sonst gar nicht mehr weiß, was man da gebaut hat und was man gerade machen wollte. Und das ist so eher das Problem. Man muss es halt auch wirklich am Stück spielen. Da könnte ich halt nicht mal eben eine Woche Pause machen. Das wäre bei Frostpunk doch ein bisschen fataler. Ja, wir machen tatsächlich so viel Schaden mit einem normalen Angriff wie, ja, so ziemlich mit den anderen beiden Magieattacken. Bringt also nichts. Oh.
Das einzige Gute ist, dass wir damit immer treffen. Und mit dem hier. Oh Gott. Oh je. Das läuft ja nicht so gut. Wow, das klappt echt gar nicht. Der trifft so extrem selten. Machen wir das nochmal. Das trifft immer. Hm. Zumindest bis jetzt immer zufällig vielleicht auch. Geht nicht. Ist das vielleicht so ein Gegner, den man eigentlich nur mit Magie wirklich schaden kann? Ja, wir haben ja schon einmal getroffen. Ja, das geht nicht. Nein. Mist. Ah, das ist ja echt blöd. Jetzt heilt er sich wieder hoch und wir haben gleich gar keine Chance mehr. Ja, dann muss ich Mana-Tränke nehmen, weil wir das sonst nicht schaffen werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir genug Mana-Tränke haben, um den zu killen. Er hat nicht viel HP, muss man dazu sagen. No. Wir schlafen schon wieder. Das ist auch echt nervig. Jetzt muss ich leider schon wieder einen Heiltrank nehmen. Ja, doch, ich nehme mal nur den. So viel Schaden macht er ja zum Glück. Na, das ist wieder... Okay, wir sind nicht eingeschlafen, aber wir können immer noch nicht angreifen. Ja, leider sind wir da nicht so gut, was Mana und Magie angeht. Können wir machen. Ich versuch's nochmal. Nee, keine Chance. Ohne Magie ist hier echt keine Chance. Mist. Vor allem, guck mal, wir haben nur 3 wirklich gute Mana-Tränke. Okay, den hier vielleicht noch. Der wird bei Weiben nicht genug Geld droppen, damit wir die wieder rausholen, nehme ich an. Oh Mann. Manchmal ist das Spiel gemein. Ich versuch's nochmal. Nee, keine Chance. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, wir haben ihn einmal Ich glaube, einmal hatten wir ihn getroffen. Das Böse, ich muss jetzt echt einen Heiltrank auch noch nehmen. Ätzend. So, jetzt muss ich wieder Mana nehmen, denn dann müssen wir mal einen großen nehmen, sonst kommen wir hier nicht weit. Ja, ärgerlich. Oh, er kann doch Doppelschlag, okay. Fast. Ärgerlich. Oh nein, so ein kleiner Fitzel. Okay, kein Fitzel mehr. Ah, und wir können schon wieder nicht. Mann. 300 haben wir 400, ja. Wow, wir haben jetzt echt fast alle Mana-Tränke aufgebraucht. Das ist so doof. Aber ihr müsst jetzt... Ich könnte vielleicht auch den... Ach komm, geh mal kein Risiko ein. Und tschüss. Ja, ärgerlich um die ganzen Mana-Tränke. Schwachen Heiltrank gefunden und einen schwachen Mana-Trank. Na super. Ja, das finde ich ein bisschen gemein, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn man schon den Gegner nur mit Magie besiegen kann und nicht mit normalen Angriffen und dann so viele Mana-Tränke verbraucht, da würde ich dann wenigstens mal einen ganz, ganz starken Mana-Trank rüberwachsen lassen oder mehrere. Der Stein wird unser Ende... Ah. Gut, vielleicht... Wer weiß, ob wir... Vielleicht machen wir auch alles falsch. Ich meine, wir sind ja angeblich im Plan, im Masterplan des Bösen drinne. Vielleicht arbeiten wir die ganze Zeit unabsichtlich ja auch für ihn. Ich versuche jetzt erstmal zurück zum Dorf zu kommen. Nee, nach oben, ne? Oder? Nee, erstmal hier und dann nach oben. Ich habe mir sowieso schon überlegt, wenn wir doch so fest in den Plan schon integriert sind, dann, ja, dann wird uns wahrscheinlich der Meister die ganze Zeit genau das machen lassen, was er möchte und was eher uns vielleicht schadet, ohne dass wir es wissen. Ach, wir haben es geschafft. Schön. So, wo ist unser Bettchen? Hier. Ach nee. Obwohl wir, ja, kaufen müssten wir jetzt auch Mana-Tränke ganz dringend, aber wir haben kein Geld. Ah, verdammt. Weder in der Höhle noch da, das ist echt fies. Wir haben so wenig Geld nur. Nee, das war jetzt falsch, oder? Nee, doch richtig. So. Ach, und mir wurde übrigens in den Kommentaren gesagt, für die, die es jetzt nicht gesehen hatten in den Kommentaren, diese Elfe, der wir begegnet sind im Sumpf, die war anscheinend tatsächlich sehr selten. Und naja,
Hätten wir die besiegt, hätten wir einige coole Sachen bekommen. Vielleicht begegnen wir eher nochmal. So, ich überlege gerade. Ja, das ist eigentlich nötig, dass wir gleich den nehmen. So, immer drei Stück. Kann ich nochmal was herstellen vielleicht? Ich schau mal eben. Ja. Huch, fehlte gerade was? Ich hab's gerade. Ja. Die Dings fehlte, ne? Warte. Wahrscheinlich die Gläser, nehme ich an. Oh Gott, was brauchte ich denn da? Ich weiß es gar nicht. Einfache haben wir nicht mehr. Kaufen wir mal ein paar. Die kosten ja nichts. Nur noch ein paar. So. Die anderen brauchen wir hier, glaube ich, noch nicht. So. Jetzt können wir. Kleinvieh macht auch Mist, sage ich immer wieder. Irgendwas hatten wir hier noch. Hier die Sumpfstange. Und noch irgendwas weiß ich gerade nicht. Die anderen ist immer doch hier, glaube ich. Ja, sehr schön. Sogar Mana-Tränke, sehr gut. Kriegen wir mal ein paar. Schön. So, mehr nicht, glaube ich. Ja, wo geht man jetzt hin mit den Steinen? Zu dem Portal, oder? Oder zum König? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal zum Portal. Wo war denn das? War das hier einfach auf der Karte oder woanders? Ach, hier. Da steht er auch schon. Huch! Du bist ein bisschen durchlässig. Aber ich will ja nichts sagen. Ich glaube, das Spiel dachte, wir sprechen ihn von links an. Ah, da bist du ja endlich. Hey! Ich spüre, dass du alle drei Steine im Besitz hast. Das stimmt, eure Aufgabe war zwar seltsam und schwierig, aber letztendlich konnte ich alle Steine ausfindig machen. Auch eigentlich war ja nur der Wasserstein schwierig. So, alle Steine entfernt? Sehr gut, anders hätte ich es auch nicht von einem stolzen Helden erwartet. Wir gucken falsch. Es ist vollbracht und wir sind gerade auch irgendwie im falschen Schritt irgendwo hingegangen. Ich bin gespannt. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, jetzt. Ich beschwöre euch, Usha Lakra dem Gaster. Wir benötigen eure Hilfe, um unser Ziel zu erreichen. Unatra Lisa Betka. Klingt komisch. Ugrata Visabel Glaywand. Vielleicht vereint euch und lasst mich eins mit euch werden. Nigrasam Bitrun. Oh Gott. Was? Bitrun. Das kann ich noch nicht aussprechen. Hat ja keine Vokale. Bitronogos Suala Vinax. Klingt ja wie mein Nachname. Hat auch keine Vokale. Euer Wille ist nun meiner. Agralas Subali, Guata Visa. Ob das, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht wirkliche Zaubersprüche aus irgendeinem Spiel oder so sind. Ich wusste nicht, dass ein Portalritual so aufwendig ist. Was? V? Victory? Was passiert hier? Ich kann nichts machen. Haha, störrischer Narr. Euer Schicksal ist besiegelt. Wow. Ich glaube, Hans-Jürgen ist böse. Verdammt. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass ausgerechnet der bösartig ist. Hehe, es ist vollbracht. Was zum? Was hast du getan? Haha, ich habe nur das getan, was diese wunderschöne Landschaft schon längst verdient hat. Du bist nicht Hans-Jürgen, wer bist du? Ah, okay, das ist gar nicht der echte, der hat anscheinend den Platz nur übernommen. Es gab nie einen Hans-Jürgen, du Schwachkopf. Ich musste mich all die Jahre zurückhalten und mich hinter einem freundlichen Antlitz verstecken, bis du natürlich gekommen bist. Wer bist du? Ich bin... Was? Vulgarion? Macht nicht so einen netten Eindruck. Ich bin Vulgarion, das Ende ist gekommen. Niemand kann mich mit meiner neu entstandenen Macht aufhalten. Unmöglich, das darf nicht wahr sein. Und ich habe dich bei deinem Plan noch unterstützt. Sehr gut erkannt. Von daher werde ich dich verschonen. Nett. Auch wenn dein Handeln unwissend war, darfst du ungeschoren weglaufen. Sag mir wenigstens, wie du es geschafft hast, der Diener des Königs zu werden. Mit schwarzer Magie ist alles möglich.
Oder wie stellst du dir das Phänomen vor, dass dein Hans, was Hans Hürgen, seltsamerweise dunkle Barrieren auflösen konnte? Ja, da hat er wohl recht. Und wieso hast du dich versteckt? Mächtig bist du doch davor bereits gewesen. Mir fällt dir gerade mein Headset-Kabel runter. So. Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht werde ich es dir ein anderes Mal erzählen. Aber vorher muss ich noch mehr Macht erhalten. Noch mehr? Immerhin habe ich einen legendären Gegenstand zu verteidigen. Oh, nett, dass du uns darauf hinweist. Wie dem auch sei. Das Ende naht, kleiner Wicht. Durch meine neue Macht bin ich in der Lage, alles zu vernichten, was mir in den Weg kommt. Sagt deinem König von Hyrule, dass das Ende schneller kommt, als ihr es alle vermutet habt. Schön, dass das als Erfolg verbucht wird. Ich würde das ja jetzt nicht so gerade als Erfolg sehen, aber okay. Wollen wir uns den Erfolg mal anschauen? Ja, damit habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so gerechnet, dass unser alles geschätzter Hans-Jürgen bösartig ist. Ich dachte halt irgendwo, uns werden jetzt die Steine halt von irgendjemandem geklaut oder so. Nee, nur die abgeschlossenen. Hier, das Triforce, das eine. Schließt das Tutorial ab, das hatten wir schon. Was war's denn? 5 Quests. Raziel. Gomez. Kapitel 1. Findet alle 3 Steine für Hans-Jürgen. Tja. Tja, und regnen tut es auch noch. Na super, wir haben nicht nur dem Superbösewicht-Schurken geholfen, wir haben auch noch für Regen gesorgt. Oh. Na sowas. Regnet es jetzt für immer? Wie sieht's aus, lebensmäßig? Alles gut. Ich gehe jetzt mal zum König, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Ich hoffe, der sagt uns irgendwie, wie es jetzt weitergeht. Mal schauen. Ich speichere mal. Ich weiß gar nicht, habe ich gerade gespeichert? Ich glaube nicht. Meine Hoheit, mir ist wohl ein Fehler untergangen. Ich konnte bereits die dunkle, schwarze Aura spüren, die unmittelbar in unserer Nähe entstanden ist. Ein gewisser Volgarion verbarg sich hinter dem Namen Hans-Jürgen und droht nun mit der kompletten Weltvernichtung. Volgarion, ich habe noch nie von einem Volgarion gehört, aber dennoch sollten wir ihn nicht unterschätzen. Außerdem sprach Volgarion von einem Relikt, welches er durch das Ritual erhielt. Ein Relikt? Doch zu welchem Zweck? Um uns Schaden zuzufügen und unser Land zu zerstören? Das kann nicht der einzige Grund sein. Ich werde es herausfinden. Machen Sie sich keine Sorgen, aber gegen solch eine Macht habe ich nicht die geringste Chance. Es gibt eine Möglichkeit, womit du in der Lage sein könntest, unseren Feind zu vernichten. Finde das legendäre Masterschwert. Oh, schön. Durch seine Kraft besteht vielleicht Hoffnung, aber bitte unterschätze nie die Macht des Feindes. Du kannst von Glück reden, dass er dich gehen ließ. Allein, dass Volgarion das Wetter manipulieren kann, beweist deutlich, welche Macht er besitzt. Bitte sei vorsichtig. Deswegen regnet es jetzt. Okay. Deine Aufgabe besteht nun darin, das legendäre Masterschwert Hand zu haben und es gegen das Böse zu richten. Leider ist das Tor, welches zum Masterschwert führt, geschlossen. Das heißt, ich muss das Tor irgendwie wieder öffnen. Aber wie? Nimm diese Karte an dich. Darüber bekommst du einen kleinen Überblick von Hyrule. Praktisch. Es existieren 3 mächtige Relikte, sogenannte Talismane. Der Waldtalisman befindet sich in der Obhut des großen Dekubaums. Erschreck dich nicht, denn er wird dir helfen. Das Tal der Dekus liegt im Westen. Der Feuertalisman befindet sich tief in der Wüste Astanien. Dieser Ort wird von vielen gefürchtet. Denn nicht viele erlangen ihr Ziel oder kehren nicht mehr zurück. Und die Wüste Astanien liegt unmittelbar östlich von uns. Doch ohne Hilfsmittel wirst du dort verdursten. Möglicherweise können dir die Zoras aus dem Reich der Zoras im Süden helfen. Ist ein bisschen viel, Zelda, oder? Dekubaum, Zoras, Mastersword. Ist ein bisschen sehr viel. Der letzte ist der Wassertalisman. Dieser sollte sich bei den Zoras befinden. König Urglag wird euren Empfang sicher zu schätzen wissen. Dennoch spüre ich, dass Volgarion bereits dort war. Es gibt eine Person, die gelegentlich Hyrule besucht.
Er verkauft dir einen wertvollen Gegenstand, mit dem du sicherlich dein Abenteuer fortführen kannst. Du findest ihn vor dem Dorf. Auf dem Hyrule-Plateau. Außerdem werde ich den Zugang zum Tor des Masterschwerts gewährleisten. Spute dich und finde die Talismane, junger Held. Hyrule liegt nun in deinen Händen. Okay. Und hier finden wir dann das Schwert. Verriegelt. Ja, die Zitadelle der Zeit. Sehr schön. Gut. Und wieder heißt es sammeln. Erst 3 Steine, nun 3 Talismane. Oh je. Was haben wir uns da noch eingebrockt? Aber ich würde sagen, wir beginnen mit der Reise erst in der nächsten Folge. Oh, der Briefkasten läutet. Ja, das gucken wir uns dann auch in der nächsten Folge an, was wir hier für Post haben. Gut, dann, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!